sehr dank. Und heute möchte ich, dass wir ein bisschen sprechen von den Nebenwirkungen, die Kortikoide haben. Vor 50 Jahren waren die Nebenwirkungen nicht dieselben Nebenwirkungen von heute. Also die Medizin hat sich viel entwickelt auf eine positive Welt. Und was ich immer meinen Patienten erkläre, ist, dass wir benutzen Cortison nur, wenn es notwendig ist. Also um diese Tür, die unsere Haut ist, schließen zu können. Und wir als Ärzte möchten nicht nur Cortison anwenden, sondern wir möchten, dass die Haut stabil und gesund ist. Was passiert, wenn die Haut offen ist? Man kratzt sich, die Haut wird offen, dann schämt man sich, man will nichts anziehen, weil man will nicht zeigen, schubt sich die Haut, kann man nicht Schwarzes anziehen. Also es sind viele, viele Sachen, die eine wichtige Rolle spielen. Und auch sehr wichtig ist, wenn man sich kratzt, ja, kann man nicht schlafen. Und als Elternteil, die zum Beispiel keine Neurodermitis hat, die Kinder zu sehen, dass sie nicht schlafen können, ist sehr frustrierend. Und auch die Kinder, die wenig schlafen haben, haben auch weniger Kraft, um einen normalen Alltag zu haben. Haben Schwierigkeiten in der Schule, sind übermüde. Also so ist nicht nur, dass ich mich eingreme oder nur, dass ich der Patient sage, das sollte Cortison anwenden, sondern ich möchte, dass ihr versteht, dass die Haut muss trocken sein, also ist schon trocken, meine Neurodermitis, muss nicht offen sein und dass die Patienten müssen ein normales Leben führen können. Und man wird gute Zeiten haben, schlechte Zeiten haben. Ich sage die Patienten, ich kann dich nicht heilen. Ja, also wenn du kommst und du denkst, dass ich gebe dir eine Tablette und die Neurodermitis ist weg, kann ich leider nicht. Irgendwann, hoffentlich, aber Neurodermitis ist eine vielfältige Erkrankung, die viele Faktoren haben. Genetisch, also das ist vererbt, Triggerfaktoren, die das verschlechtern können. Und wir als Ärzte möchten, dass ihr keine Angst vor Cortison hat, dass wir das richtig verwenden, anpassend. Es gibt für Babys Cortison, es gibt für Erwachsene Cortison und man kann es nicht nur einmal anwenden und dann basta das, sondern langsam aufschleichen. Das haben wir schon mal gesprochen über die Kortikoide, aber Kortikoide ist ein guter Freund von Dermatologen und nicht nur für uns. Leute, die Asthma haben, müssen auch Spray mit Cortison benutzen. Ist, wie man das benutzt, wie lange man das benutzt und warum man das benutzt. Okay? Und was kann passieren? Welche Nebenwirkungen sind wichtig? A, dünne Haut. Zweitens kann man Haare kriegen. Ich würde nicht gerne Haare im Gesicht haben. Dann Pickel. Akne ist eine Nebenwirkung, wenn man auch zu viel Cortison benutzt. Man kann auch Dehnungsstreifen haben und viel anderes. Ob du dick mit Cortison wirst? Nicht. Auf keinen Fall. Das ist nur, wenn man systemische Tabletten Cortison nimmt, dann kriegt man Cushing. Das ist diese dicke Hormongesicht. Aber bei topischen Kortikoide, die Creme, die wir benutzen, in ausschleichender Dosierung, kurzzeit zum Feuer löschen, musst du keine Angst haben. Tschüss.